kiss my knife. You're gonna do it, do it all right. Oh, it's a happy boogie all night long. Whole slapping and singing, beat blows ring real strong. Yeah. Yeah. Ja, Arnold, guten Abend einmal an unser hochverehrtes Publikum. Gemeinsam mit Pascal und den großartigen Deadbeats dürfen wir euch heute wieder zur neuen Ausgabe des Clubhauses begrüßen. Und heute haben wir natürlich musikalisch das Hochwertigste zu bieten, was es so momentan auf dem Markt gibt. Natürlich abgesehen von den Deadbeats. Gerade noch die Kurve kriegt. Die Kurve kratzt. Ja, wir haben jemanden da, den Allerwertesten aller Wälder. Der Mann ist stadtbekannt, landbekannt, internationale Größe hat er erreicht. Er ist ein Multiinstrumentalist, ein Virtuose, der unnachahmliche Bewohner des wunderschönen Schopfenhausens, Philipp Ling. Schönen guten Abend. Servus, habedere. Habedere. Grüß Gott. Du, wen hast denn du, also das ist jetzt sehr überraschend eigentlich, haben wir gedacht, du kommst da alleine, aber wen hast denn du da dabei? Ich bin die letzte Zeit viel gesehen und habe mir einfach eine Verstärkung geholt. Ist das so ein Corona-Freund? Ja. Ein Lockdown-Freund? Mit dem kann ich auf Tuchfühlung gehen. Ich muss keinen Abstand haben. Okay, das ist der Vizebürgermeister für Galien, ja. Genau. Wie oft ist der jetzt schon desinfiziert worden? Er fällt durch alle Kriterien der Desinfektion. Okay. Ja. Der Vizebürgermeister. Genau. Interessant. Und er ist auch Protagonist im neuen Video, ja. Ja. Über wir, ja. Mhm. Und er hat den ersten Werbedeal unterschrieben mit der Firma Wilhelm. Und das ist quasi die erste, also ich bin jetzt so langsam dran am Umsatteln, weil mit der Musik ist es langsam haarsträubend, wie man nicht mehr live spielen kann. Und habe mich so beworben, aber Wilhelm Stuckatur in Aue. Ich bin dort mit CC, habe ich dort meinen Sommerjob gehabt. Ja. Okay, ja, gut. Zurück zu den Wurzeln, oder wie? Genau, ja. Also. Halt, ja, da, dort war Flock ist, ja. Zuerst mal, was magst du trinken? Ein Zitrönchen, ein Orange? Ein trübes Zitrönchen. Ein trübes Zitrönchen. Ein trübes Zitrönchen. Machst du, oder? Natürlich, natürlich. Wahrscheinlich, du machst das so gut jede Sendung. Ich walte meines Amtes, ein trübes Zitrönchen für den Herrn Ling. Da ist ein Schusstern, habe ich gehört, oder? Nein, ja, das ist das letzte Mal. Es ist immer nur in dem für einen Gastschuss, damit man da die Zunge lösen kann. Und so, aber die Zunge lösen, okay. Genau. Zum Wohl, gell? Aber der ist ja bei dir. So, was nehmen wir? Sehr kühl ist es. Ja, es ist unter diesem Studio Lautsprecher. Es ist unglaublich inzwischen. Weißt, das, meine Oma hat immer gesagt, man sollte nicht so kalt trinken. Deswegen, es ist besser, ja, ja. Es ist besser für den Magen, weißt du? Im Volt, der bestellt mal er temperiert. Genau. Ja. Ah, temperiert. Für den Magen. Zum Wohl, gell? Zum Wohl, so, Englisch. Freut mich. Danke für die Einladung. Ja, danke fürs Kommen. Ja. Prost, gell? Jungs, cheers. Also, muss man trinken, oder? Jetzt gerade nichts über Product Placement. Nein, also. Wir haben jetzt so der Wilhelm als Product Placement. Ja, aber also ist sehr wichtig, ja. Mhm. Also, den ist die Anlaufstelle für all jene, die auf Arbeitssuche sind oder in einem Job sind, wo nicht so gut läuft, ja. Okay, ja. Also, ist wie. Nee, also, wer büß. Ja, wie genau. Läuft das eh, oder? Nee, ja, das ist die Frage. Aber dann haben wir zumindest so eine Exit-Strategie, oder? Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig, ja. Schau, oder? Ja. Wir leben von den Gästen, weißt du? Uns will niemand zählen. Das würde ich so nicht, ja, nicht zeigen. Es tut weh, aber es ist die Wahrheit. Aus, wer ich? Halt die Couch macht das Ganze. Die Couch riecht zu, oder? Ja, also jetzt will ich sagen. Couch ein optischer Aufbruch. Die, was drauf fuckert, oh ja. Ich glaube, da ist wirklich was drin in seinem Getränk. Ich glaube auch. Leider nicht, nee. Na, vielleicht zurück zur Musik. Ja. Du bist ja voll aktiv momentan, was ich gesagt habe. Also, jetzt hast du Egalien rausgehauen während dem Lockdown. Mhm. Wir haben auch voll die Support the Local Artist Session gehabt, wo der auch live aus der Werkstatt, das war sehr interessant, vom Opa, glaube ich, noch die Werkstatt. Genau. Denn jetzt natürlich die neue Single, hey, über Wir, mit samt spektakulärem Video. Erzähl ein bisschen, was
kommt denn noch alles? Das ist ja so ein Vorbote fürs neue Album, denn, oder? Ja, wie es vielen Musikern geht, ist es wahrscheinlich so, dass alle schon das Album fertig sind, aber noch nicht veröffentlichen wollen, weil sie nicht live spielen können. Und das ist halt ein kleiner, die Krux der Sache. Aber darum, ich habe vor Jahren mal zu dir gesehen in einem Interview, ich glaube, ich tue bloß eine Single rausgeholt, weil, weil das Album an sich ist mehr Liebhaberei geworden, finde ich. Weil die Leute, ja, man sieht es in den Verkaufszahlen, interessiert es eigentlich gerne mal so raus. Einfach nur eine ganz gewisse Schicht, die einfach auf das staut. Ja. Man muss einfach schauen, ich habe heute das erste TikTok-Video da gemacht. Weil wir haben da einen super Kurs gekriegt. Ja? Und es ist einfach spannend, wie Musik heutzutage verbreitet wird und konsumiert wird. Und ja, es ist echt spannend. Und ja, die haben ja schon mal im Studio gesehen und hat nichts aufgenommen und nichts gemacht und schaut, dass man am Laufenden bleibt und einfach nicht stau bleibt. Weil es wäre schon verlockend, einfach so. Eine Sendung machen. Wohlgenährt auf der Couch sitzen. Gell? Als Gaulau, oder? Ja. Ja. Sie Gaulau. Aber nee, jetzt lass ich mal die Single laufen und schauen, wie es resoniert. Bis jetzt ist es eigentlich eh gut gewesen und schauen wir weiter, oder? Und ich hoffe, dass man wieder live spielen kann. Genau. Das ist ja auch so ein Thema beim Live-Spielen, aber was mich noch interessiert, ich kann mich noch erinnern, letztes Mal hast du mal gesehen, du hast den Lockdown, glaube ich, auch genutzt oder auch schon davor, um einfach Instrumente lernen. Ja. Neue, ganz viele, immer. Wie viel hast du denn so gelernt jetzt in der Corona-Zeit? Zu wenig. Kurs gut genug. Ja. Aber ich auch viel das Album einflüssen lassen, wo ich einfach Zeug probiert habe. Und ja, ein C fährt man gleich bei einem Instrument. Und meistens sind meine Nummern ja nicht so hundselends kompliziert, dass man Instrumente bloß halb spielen kann, um das jetzt kurz das machen. Ja. Samplen. Samplen. Zum Beispiel, ja. Ja, und du hast jetzt mit dem Christoph, glaube ich, einen kongenialen Partner jetzt halt mit im Boot. Oder? Christoph Madecker und der Martin Graber sind einfach zwei super unkomplizierte Musiker, die Fernseher haben Dörer und gefunden haben und sie auch zu mir gekommen sind. Und es ist einfach super. Ja. Und der Christoph hat selber ein Studio und darum ist die Reise, wo wir das Album jetzt gemacht haben, eine komplett andere gewesen. Man hat sie nicht in ein Studio eingemietet, sondern ist daheim gewesen. Man hat es daheim aufgenommen. Er hat das Equipment gebraucht für Wien auch. Es ist einfach eine Portable-Situation gewesen und einfach ein Hybrid so quasi. Wo wir aufgenommen haben und dann ist der wieder runtergegangen, hat es produziert und hat es dann wieder rausgeschickt und die haben dann Lou im Kabäuschen können meine Stimme mit singen, weil mir das brutal wichtig ist, dass man ein Lou ist im Studio. Und so auf den Berg schaut und in den Schnee aussehen. Finde ich ganz wichtig. Und darum ist das eine super schöne Erfahrung gewesen, das Album jetzt so installieren und nicht den Werk, dass man es einmietet und auf Druck schaffen muss, sondern einfach sich leiten lässt vom Entstehungsprozess. Und dort ist der Christoph eine super Stütze gewesen und der Martin auch. Ja. Und auch, dass man zitriert in einem Raum aufnehmen kann, oder? Dass man nicht overdubbt, sondern dass es so. Das Album einen Live-Charakter kreiert, ja. So ist das gewesen die letzte Zeit. Aber es ist ja auch ein Neustart. Also wie so in dem Überwir oft thematisiert wird. Ja. Quasi der Phönix aus der Asche. Schon gesehen. Ja, schon gesehen. Nein, es ist schon aber... Also wie Conchita aus dem Phoenix. Rise like a Phoenix. Genau. Rise like a Phoenix, genau. Ja, aber auch so wirklich den Abschluss mit dem Vergangenen, mit vielen Sachen, ja, ob das Trennungen sind. Das sind alles wichtige Schritte, die man auch in dieser Zeit zum Nachsehen gekehrt hat. Und irgendwie hat man den einfach nicht mehr will still sein. Oder? Man hat den einfach will jetzt nichts produzieren und dass das jetzt gerade die Nummer sind, finde ich, ja, egal, ist damals für mich klar gewesen, wenn der Grenze aufgeht, muss ich für mich selten Leute die Chance geben, zum sagen, hey, wir gehen an einen Ort an, wo uns gefällt. Oder ja. Ich bitte euch jetzt mal einen Ort an und gehe nicht wieder mit oder gehe nicht mit. Und darum hat mir die Idee gut gefallen mit Egalien. Und jetzt über wir ist... Ja Gott, das hast du ja wegen der Deutschen geschrieben, oder? Hast du gesehen? Das ist mir ganz wichtig gewesen, ja. Weil mir ist es wichtig gewesen, jetzt nach so einer langen Zeit, dass ich endlich mal eine Nummer in einer Fremdsprache. Weil, ja, ich kenne das als Montafon. Als Wälder sprichst du sehr viel Wälderisch, auch in der Volksschule. Und dann halt in der Hauptschule musst du dich halt dann versuchen anzupassen und dann im Studium sowieso, wenn du in Wien bist, versteht dich kein Schwanz. Und das ist... eine Hürde, mit der sich jeder Wälder und Montafoner auseinandersetzen muss. Ja, passt gerade das Problem nicht, oder?
Naja, das ist ein wunderbares Deutsch, ja. Um nicht zu sagen, ein Bödeli-Deutsch. Ein Bödeli-Deutsch, weißt, habe ich gesagt. Dann. Ja, aber, ja, es hat wirklich Charme. Ja, ja. Ja, ich hätte lieber ein bisschen besser Wälder können als wie okay. Hochdeutsch. Wirklich? Ja, sicher. Ich hätte ein paar Lehre für dich zum Crashkurs machen. Oh ja, das können wir das mal machen. Das ist ein TikTok-Video, ne? Das da ja, mal, TikTok-Video. Ja, der neue heiße Scheiße. Ja. Also, das ist so. Ja. Ja, und so, wenn ich im Studio bin, dann schaue ich halt andere Sachen an. Also gerade jetzt bin ich brutal eingekippt, so eine strange. Da ist ein Mindle einfach vor einem Kaufhaus und fragt die Leute, was sah hin. Und die sagen dann, in einer Gucci-Uhr für was Gott wie viel und, ah, ja, und genau. Heiß. Für, und dann hast du es, ich blende unten, das ist so hett. Ja? Das ist so hett. was die Leute anschauen. Ja? Schon, wunderschön. No offense, aber ich fände es spannend, wie man sich ja. Zeit vertrieben kann und wie man Zeit vergeuden kann. Ist das sowas, plus, dass so? Man sehen kann, hey, mein Outfit ist 10.000 Euro wert. Ja, da gibt's jetzt Marken, wo nicht einmal mehr das Etikett ausschneiden darfst, oh weil sonst ist es nichts mehr wert. Also, ja. Weißt du, oder das Etikett tan lassen musst, weil sonst ist es ja. Töten. Das ist wie wenn aber ich mir ein Dachselhaar rasieren sollte, oder? Bin ich auch nichts mehr wert. Das ist so krass, ja. Vielleicht wird das ein neuer Hype, oder? Ja. Sagen, wo bist du überall rasiert? Aber, ja, oder wenn ich mir rasiere, dass ich quasi durch das den Klicks generiere und das den mehr wert ist, das wie als wie die Musik, wo machst du, ja, genau. Also war das der ausschlaggebende Grund, wieso deine Haarpracht fällt bei dem Video, oder? Ja. Hast du ja rasiert eigentlich, oder? Richtig, auf das habe ich. Das war jetzt der Bogen. So ein Video, das versucht man brutal. Ich habe einfach vorbereitet, du hast Kruzifix. Nein, es sind einfach Momente, die sind oder besser gesagt, Symbole, die ich gesucht habe und für mich gefunden habe, zum Erzabschlüssen. Also, das ist nicht bloß wie wenn ein Feuer verbrennt oder wenn ich eine Zigarette anzünde oder wenn ich tausche nicht. Oder es geht um so ein Mindel, wo einfach das. Und ich kann dem Publikum quasi, oder der, was anschaut, dem kann ich dann selbst die Möglichkeit geben, zum selbst in die Geschichte zum Musser lesen. Das fände ich das Spannende und das Schöne am Musikmachen, dass mehr sie einfach einer Rätselhof gekündigt. Das fände ich super. Stimmt, ja, Musik machen. Ich wollte gerade zeigen. Also TikTok-Video müssen jetzt keins machen, aber. Die sind geil. Ich glaube, kleine Musik können wir verträgen im Clubhaus, oder? Was meinst Volle. Du? Volle. Ja, vor allem, ich glaube, sie haben ja heute auch wieder einen neuen Song dabei. Ja? Stimmt. Weil, ich trage ja nicht umsonst, ja. Heute mal wieder ein lässiges Dad-Bits, das hat. Also, ist das jetzt ein Foto von dir, oder große was? Große Projektionsfläche haben ja auch, oder? Also, das passt doch. Das ist Gesicht nach dem Nasentest, oder? Ja, genau. Das Gesicht nach dem Nasentest ist eh schon die perfekte Überleitung, weil der Song heißt Cold Nose Bleed. Und der Premiere haben wir jetzt da auch. Geil. Hören wir es uns an. A tree and cry. By the way you love him, he's gold as eyes. Of course a woman once picked me wise. You been cheating by the door, she'll be open a lot. You call no sleep. Your knees. Don't waste my patience. I wanna defeat. Until the cold fears over running late at night. He called no speed. He called no speed. He called no speed. He called no speed. Right, tell me why. Go on, tell me. Oh, go on, tell me. Finally face it, you made up ways.
Now give me something I can trace. Right in the middle of your boring reggae night. You call those beats. You call those beats. You call those beats. You call those beats. Yeah, yeah, yeah! Yeah! Woohoo! Live und in Farbe. Geil. Ganz schön rot, das Ganze da. Zur Premiere. Ja, erzähl noch mal, was ist das für ein Song? Was meint er da mit dem? Oder halt, was hat der für einen Hintergrund? TikTok. Ja, es kommt jetzt im Mai, also im April, ist die neue Single, haben wir mit Chris Komper, alias Prinz Grizzly, zusammen ja, gemacht. Der größte Wälder. Ja, ja, wenn schon, denn ja, schon, oder? Ja, der hat uns da den Song geschrieben und den Text und das Ganze gemacht und ja. Und wir haben das auf unsere Art natürlich inszeniert. A la Day Beats. Sau gut. So wie man es gewohnt ist. Cool. Richtig genau. Geil. Super. Ja, wäre jetzt das auch noch was für dich so mal, also Philipp Ling Richtung Rockabilly, Blues, Punk, Orchestra? Ich bin offen für alles. Du bist offen für alles? Ja. Really. Really? Das ist, ja, aber sonst rostest du nicht. Das ist scheiße. Überrastet, der rostet. Ja, den hast du jetzt die Gelegenheit. Jetzt gleich, oder was? Ja. Sag, was du kannst. Im Club was immer spontan. Darf er überhaupt mit euch spielen? Das ist die Frage, ja. Und seine Ehre. Oh. Eine Ehre. Oh yeah! Wir haben eine zufällige Gitarre dabei. Ah, boah, total. So, das ist ja unglaublich. Das ist ja eine Sache. Das ist unglaublich. Du zwei Premieren an einem Abend. Zuerst eine Single-Premiere und jetzt das erste Mal Studiogast gemeinsam mit der Deadbeats das neue Trio. Und in Rot. Und in Rot. Ja, so, oder? Meinst du, uns geht's gut? War super. Ha? Ich sag noch Gottes, gell? Boah, also, ich da oben. Hier ist dir Herzblatt. Als wär's noch nie anders gewesen. Stimmt, Tim, oder? Kommt noch nix, oder? Yeah. Yeah. Okay. Füße, Blase kein Kopf. So bin ich in Trolle, in unser Gartenshop. Mama sagt, wo bist du wirklich gesehen? Alle dummen Anzufen, das kann es doch nicht sein. Shoppin' now, bin ich laufen.
coming to an end. Yeah, 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 yeah. We're coming to an end. Gefunden. Geil. Thank you, dass ich mitgespielt habe durch. Vielen Dank. Und jetzt gehe ich nochmal um, oder was? Ja, ja, bitte. Wir bitten darum. Ja, hallo. Danke, gell? Oder Blitzkleid werden bei der Band. Geil. Wenn es mit der Single nicht rettet, komme ich zu wieder, gell? Ja, hey, gratuliere, Wahnsinn. Also schon lange nicht mehr so eine interessante Interpretation dieses Songs. Ja. Eine Strophe, ja. Ja, das kommt mir zum Wohl einmal. Also, ja, danke. Zum als erstes Schlüssel. Das ist doch schön, einfach bloß drauf losspielen. Ne? Ja, allerdings. Ich werde jetzt sicher viel sagen, so ein Scheiß, aber mir gefällt es. Also wir einfach offen sind soll für alles und das ist. Du, wie gesagt, was im Clubhaus passiert, bleibt im Clubhaus und da darf man so Zeug auch machen. Ah, den noch irgendwie zeigen. Ja, ja, da gibt's keinen. Da. Oder? Da ist. 600 Kilometer Grenze, oder? Genau. Ja, wirklich, du sagst fast so lang. Ja. Na ja, Wahnsinn, cool. Ich bin jetzt gerade ein bisschen ergriffen, weil wirklich haben schon lange nicht mehr so eine spontane, improvisierte Geschichte. Wahnsinn. Deadbeats macht es möglich, ja. Ja. Das ist, das ja, darum haben wir auch die weltbeste aller Clubhouse-Bands ja, da ja, gesehen. Nee, ja. Das ist echt unglaublich. Also. Ich verstand es mehr, dass du mich gefragt hast, ja. Nein, also ich hätte ja schon gerne gefragt, aber... Es hat Schnitt gehört dort, gell? Ja, Straßenstockspiel. Eben, es ist ein Straßenspiel. Hättest du müssen eine Wohnung beschaffen, noch, Schwarzer, ja, oder? Ist schwierig. Ja, nein, ich hätte halt mit dem Hubschrauber ausfliegen müssen, aber das ist im Budget nicht mehr drin gesehen. Also, schade. Also, wenn wir wachsen und die Reihen... Ein Bäckle Tourischi hättest du gehört für mich, oder? Ja, genau. Meine Herren. Okay. Also. Na cool, ja, wir sind eigentlich schon wieder fast... Leider, ja. Leider, schon wieder fast am Ende der Sendung, aber abseits von deinem musikalischen Können möchte man natürlich auch sagen, ich glaube, das Zweitbeste, was die Wälder können, ist Autofahrer. Autofahrer. Okay. Und, das sind ich gern gewusst. Ja, das ist halt so ein munter Funerspruch, glaube ich. Ja, ja. Und immer so das Battle zwischen also, kann man Zweier Golf auch anwenden, und Zweier Golf und Subaru im Brezza oder so irgendwie. War okay. Das damals. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich bin eher Corolla. Toyota. Mhm. Das lässt sich auch gut singen, gell? Corolla, ja. Toyota. Achso, den ist manchmal. Deine Werbung ist super gesehen, ja. Die gute alte den Zeit. Ich habe mich an der erinnert. So ein Clarence. Oh, ja. Der schielende Löwe. Ja. Na, jetzt hätten wir dich gern bitten und beten, quasi eine Runde in unserem, oder halt fünf Runden in unserem Clubhaus-Kart. Und zu zeigen, was so. Ein echter Schopfenhausener Schuhmacher werdest. Geil. Du, die gehst parat, oder? Ja, bist parat. Können wir nicht so ein Battle einfach in der Go-Kart-Bahn machen? Weißt? In real? Ich glaube, wär viel besser eigentlich. Sobald die ganzen völkischen Bespaßungsinstrumente wieder auftauen, okay. Haben wir sicher auch mal die Möglichkeit, aus dem Clubhaus wieder raus zu gehen. Und weil du hättest ja die Distanz, oder? Ja, ach so, im Helm, fahren, da hast du dein Zeug. Stimmt. Ja. Ja, ja. Ja, das aber okay. So, Challenge accepted, also mit Challenge accepted, auf jeden Fall. Ja, aber den Teddy Sager, den bereiten wir schnell alles vor und du kannst dich jetzt natürlich noch ein bisschen seelisch darauf vorbereiten, ja, aber schön, jetzt mach ich. Genau, ein bisschen Laufübungen machen. Ich leg den Helm an. Schauen wir mal, wie du beim Mario Kart schlagst. Passt. Lieber Philipp, zeig mal, was der Karsch in deinen Mario Kart. Mach's wie ein Köriger Wälder. So, ja? Da sitzt. Fahr ist low an, wie du weißt. Aha, oh, ist das hit. Du hast auch gute Lava-Zeug da an. Ja, ja. Kann ich anfangen? Hau rein. Je länger das es geht, desto länger geht es, oder? Genau, ja. Du kommst nicht aus. Okay. Weißt? Du kommst nicht dran vorbei. So.
Sound ist halt einfach schon charismatisch, gell? Ja, es ist. So. Sowas gibt's heute gerne immer. Kling on the road. Au, oh, shit. Oh, aber die erste Runde zählt nicht, oder? Du zählst fünf und die schnellste zählt. Ah. Ja, aber die erste zählt auch in dem Fall. Ja, alles, alles zählt. Clubhaus zählt sowieso alles. Kein Netz und doppelter Boden. Ja, genau. Die springt für sehr. Ja, ja, sehr gerne. Und jetzt wieder. Jawohl. Hey, man merkt schon, es geht schon langsam rein. 28, das ist eine scheiß Runde. Ja, das war nicht gut. Er macht so wie auf der Brägerzer Waldstraße Weggabe, warst immer über die Leitschiene, immer über die Wand. Aber sind die herumverschafft? Keine Schneefahrbahn. Au! Oh. Über die Kommentare gehört ihr irgendwo anders an. Nein, nein, das ist eh. Also, das ist eh. Man traut sich kaum, wenn man es sagen. Wir sind ganz ehrfürchtig. Ich merke es ja. Nein, wir möchten dich nicht in deiner Konzentration stören, weil es ist ja offensichtlich schon schwer Multitasking da. Oh, willst du so jetzt noch kein Turbo Boost? Ja! Ja, oh, der ist gut genommen. Das war, glaube ich, die schnellste. Das hätte, dass er so die Leute unterhalten, dass ich Computer spiele. Das ist hier schon mal. Kann ich nicht? Du kannst nicht. Viel lieber zwei, drei Stücke spielen. Aber du hast es vorher selber gesehen, man steht ja auch nochmal ein Video so wie das, wo sie erzählen, wie teuer ihre Klamotten sind. Das ist das Allerhätteste. Wir, wir machen es halt über. Ja. Wir lassen unsere Gäste halt Kart fahren. Das ist genau. Für uns angenehm, wir können was trinken. Der Arbeit hat der Gast, das ist super. So ist es. Jetzt. Und sehen ist erst das am, die letzte. Sehen ist erst am Schluss, wie genau das gewesen bin, oder? Ja. Ja. Aber ist das. Das ist nicht, nochmal alles gehen. Das ist nicht gerade rumreich gewesen. Aber das heißt, der Sound ist schon so brutal hier. Ah, jetzt gebremst. Aber da ist noch alles drin. Jawohl. Boah, schneidet die Kurve an. Ich muss auf die Handbremse um. So, jetzt sind wir mal gespannt. Wieso bin ich jetzt mit der Prinzessin gefahren? Weil alle mit der Prinzessin fahren. Jeder Studiogast kriegt die Prinzessin. Und die gleiche Strecke. Ist sie besser als die andere, oder was? Nein, wir haben uns. Die Laura hat sich am Anfang. Als erster Gast ausgesucht. Ich bin jetzt nur aus. Sie hat doch Italienisch reden, weißt du? Ciao, bello. Ja. Come stai? Ich habe gerne gefragt, weißt du? So gemeinsam in Welt alles reden, weißt du? Ja, du, aber es ist ja auch eine schöne Sprache, oder? Danke. So, ja. Lass uns mal schauen. Ich leite es weiter, dem Vizebürgermeister. Ja, ja, na super, dann schauen wir mal, was du da fabriziert hast, oder? Ja, du, so schlecht schaut es gerne aus, die Säger. Alles, was zweit ist, ist scheiße. 25-30, wenn ich das richtig sehe, ist die schnellste Runde. Der schnellste ist Lohnwälder bis dato, mit Medias. Okay. Also, die Latte war hochgesetzt. So, ja, dann schreiten wir zum Board der Entscheidung. Schreiten wir zum Board der Entscheidung, hätte ich auch gesagt. Ja gut, lieber Philipp, wie du das siehst, du bist jetzt inzwischen der Sechste in unserer legendären Card Hall of Fame quasi. Ist ja schön, ich brauche da auch ein Pressefoto, wenn ich da. Schön. Schauen wir mal, was du für eine Zeit hast. Also. Wir 24:30. Was? 24:30? Schieß so, nein. 25:30, lese ich da. 25:30. Damit bist du auf Rang 4. Sollte dir helfen? Ja, gern, gern. Ah, ist gut, da ist super. So, ja, ist bist du wieder so? Ja, da ist gut, das ist gut, das ist gut. Ah, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Hey, ich muss auch so ein Foto machen. Ja, stimmt. Das Foto ist. Ja, da können wir halt optisch nicht ganz mitheben mit der Dame. Aber gut, du bist auf der 4. Der Lella. Nicht schlecht. Wenigstens die ist nicht. Ha? Wenigstens unter den ersten 10. Ja. Das ist super. Ein Top-10-Ergebnis, was willst du mehr? Ja, vor allem, wenn ich weiß, dass es zu gewinnen gibt, das ist super. Nein, mehr gut, es kommt dann schon raus, was da rauskommt, also was man dann letztlich gewinnt. Aber da überlegen wir uns noch. Du bist sehr, der Vierte wird gewinnen. Mensch, ja. Die Vierten werden die Ersten sein. Im Clubhaus ist alles anders. Das stimmt, da hast du wieder recht. Hey, hast du mal gesehen. Ja, stimmt, da hast du recht.
Es war mir eine, ein Volksfest. Ebenfalls. Also ein alle Werte aller Moderatoren und Moderatorinnen. Oh, vielen Dank auch zurück an den Allerwertesten aller Wälder. Danke. Nein, war super, hat mich sehr gefreut, Philipp. Also ebenfalls. Vielen lieben Dank. Gute Zeit, gell? Ja, dir auch. Gesund. Bis bald. Ich komme den Götzingi präsentieren, die nächste, gell? Ich mache nur ein Singles, ja? Ich mache nur ein Singles. Oder? Ja. Nein, mit Erna da, gell? Ah ja. Ja, sehr gut. Mit der Deadbeat. Wusstest du, wie alle anderen? Ja, sehr gut. Cool. Ja, ja. Ich sehe, stundenlang könnte ich das weitermachen, aber leider Gottes müssen wir ein Programm weitermachen, glaube ich, oder? Ja, auch heute neigt sich unsere... Das Ohr geht in Süden. Das was? Vergiss es. Na ja, wie gesagt, literarisch sind wir nicht ganz so bewandert wie unser lieber Kollege Johannes von und zu Gutenberg, der uns jetzt erneut wiederum in die Tiefen des Voll-HT-Forums entführt. Keiner und, dringt tiefer vor wie er. Ja, absolut. Okay, es ist Sport. Na, viel ja. Spaß mit der Lesung aus dem Buch der Gelöschten aus unserem allerliebsten Voll-HT-Forum. Johannes von und zu Gutenberg. Viel Vergnügen. Guten Abend, mein Name ist Johannes von und zu Gutenberg und ich darf Sie wieder aus dem Voll-AT-Forums-Dungeon zu einer Lesung aus dem Buch der Gelöschten begrüßen. Vers 1. Ich habe die grünen Trottel sicher nicht gewählt, Rufzeichen. Grün ist dumm, die Partei an sich. Es gehört an jedem Baum ein grüner hingehängt. Hin, Rufzeichen, Rufzeichen. Dann ist bald Ruhe im Karton. Was soll man zum Aufruf zu Lynchjustiz noch sagen, außer... Wer selber im Karton sitzt, sollte vielleicht nicht so große Töne spucken. Vers 2. Jede, die Masken trägt, Fresse hauen. Machen wir dies. Wir sagen, jeder, der so einen Blödsinn postet, löschen. Machen wir dies. Vers 3. Den Ruski- und Chinesen-Dreck kannst in den Sondermüll schmeißen. Wirken absolut nullo. Und die Türkenpisse von BioNTech-Pfizer ist ein Dreck. Der einzig brauchbare ist Moderna. Der hält, was er verspricht, bis 2 Wochen nach Erstimpfung Ohren rot und nach spätestens 2 Wochen bist du tot. Bei diesem Inhalt darf man dann zumindest unterstellen, dass die roten Ohren wohl auf einen erhöhten Alkoholkonsum zurückzuführen sind. Vers 4. Nein, zum Glück trägt eine Windel, um die Scheiße aus seinem Maul aufzufangen. Zum Glück haben wir das elektronische Äquivalent zur Windel und können diesen Schreibdurchfall geruchsfrei entsorgen. Nach diesen 4 literarischen Ausscheidungen, Entschuldigung, gebe ich erleichtert zurück ins Clubhaus. Aua. Was, das Clubhaus ist so schön. Ja. Es ist so, wir haben... hohe Kunst in der Musik. Wir haben literarische Stilblüten der allerfeinsten Sorte und die Gäste kannst du gerne besser aussuchen. Aber? Du musst immer wieder aufhören. Das stimmt. Leider. Also eigentlich ist das total unfair, aber so ist es nun mal. Auch die heutige Sendung neigt sich jetzt tatsächlich dem Ende zu, weil das war es jetzt für die heutige Ausgabe. Ja, ich zeige. Vielen lieben Dank, wie immer. Es würde uns freuen, wenn Sie auch wieder nächste Woche dabei wären bei unserem lässigen Clubhouse-Format. Immer 19:30 Samstag live auf Voll-AT und Ländle TV. Ja, es war mir ein Volksfest. Erneut. Slap in the face all night long. Beating the drums. Played a song with all his might. And if you're gonna do it all right. You're gonna get beat booey all night long. Hell slapping and singing, beat blows ring real strong. You're gonna that beat boogie. You're gonna that beat boogie. You're gonna that beat boogie. You're gonna that beat boogie.